Na gut, dann schauen wir mal nach da oben, wie es Iberion geht und was die anderen beiden zu sagen haben. Iberion hat schon mal nichts zu sagen, aber er ist auch nicht in der Verfassung. Was willst du? Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Korkadom ist auch nicht sehr gesprächig. Was ist mit Angar? Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Wir könnten ihn jetzt nach eine Belohnung fragen. Aber er scheint ein recht ehrenwerter Mensch zu sein und das bestimmt gar nicht gerne sehen. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Okay. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Wie werde ich nicht... Du musst... Na gut, Talas, der wird uns bestimmt auch wirklich nur hinführen und wieder mal nicht helfen. Aber gut, schauen wir uns den Ring kurz an. Welcher ist das? Geschicklichkeit, Schutz vor Pfeilen. Na gut, den lassen wir mal lieber. Was sie die Orks haben, jetzt alle Bögen. Na komm, Talas. Lass das Kraut fallen und bring uns zu den Orks. Kor'Angar schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Orkfriedhof bringen, damit ich dort Balukor und seine Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit. Ja, das hättest du echt nicht. Außerdem ist Laufbursche nicht wirklich schlimm im Vergleich dazu, dass wir da jetzt rein müssen und Orks töten müssen, während du einfach nur zuguckst. Na, aber gut. Nur welches Höhlensystem kann gemeint sein? Hier außerhalb des Sumpflagers fallen uns nur ein paar ein. Und Kor'Angar meinte ja, dass es recht nah am Sumpflager ist. Also hier gleich rechts war ein ganz kleines Gebiet. Also eine kleine Höhle. Da waren aber nur diese Schweineratten drin. Da werden kaum sich Orks verstecken. Dann haben wir hier vorne den Wald. Da war aber keine Höhle drin. Oder doch, da war eine, aber es war auch keine größere. Ein richtiges Höhlensystem ist ja was anderes. Eher da, wo die schwarzen Goblins waren. Das war ja schon ein bisschen verzweigter und wir haben uns nicht alles angesehen. Also vielleicht wären wir ja auf Orks getroffen, wenn wir ein bisschen weiter reingegangen wären. Aber Talas wird schon wissen, wo er hinläuft. Bisher läuft er jedoch genauso, wie er auch zu den Goblins gelaufen ist. Na gut, wirklich viel Auswahlmöglichkeit war da ja nicht. Aber er hätte rechts abbiegen können, zum Beispiel in Richtung des Gebiets, wo wir den Fokusstein gefunden haben. Da waren ja auch noch ein paar gefährliche Ecken. Unseren Wald will er schon mal nicht.
Und da unten war die Brücke zu den Koblenz. Aber... Nein. Oh. Ah, genau, die zweite Brücke. Dahinter waren wir auch noch nicht. Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Bal-Lukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. Naja, sie kamen nicht raus, weil sie vielleicht irgendwas gefunden haben. Das heißt ja nicht, dass sie alle tot sind. Oder? Na gut, speichern wir nochmal kurz ab. Oh, müssen wieder oben anfangen. EP 31. So, dann schauen wir mal. Hier geht's nur rechts um die Ecke weiter. Da unten ist ja auch das Sumpflager. Da hinten sind Fackeln, da werden die Orks sein. Und hier sind diese Biester wieder. Na gut, versuchen wir einen von denen mal rauszulocken. Na? Ah, der will nicht. Oh, da hinten ist eine Patrouille. Ja gut, komm her. Ah, Mist, der auch kommt. Bringen wir ihn hier schnell um. Oh, es sind so viele. Schnell zurück zur Brücke. Und hier versuchen wir... So, jetzt kann nur einer zur Zeit. Oh. Was macht der Ork hier? Voila. Also, eigentlich wollten wir uns umdrehen und einen von den kleinen Biestern zu erledigen, aber dass der Ork so schnell war... Na gut, aber wir haben unseren ersten Ork getötet. Und eine ziemlich breite Klinge mitgehen lassen. Schauen wir uns gleich mal an. Aber erstmal was essen. Aber wenn jetzt der eine Ork schon so ein Problem war, was machen wir denn erst, wenn wir auf eine ganze Gruppe treffen? Und die Templer haben wirklich nicht anscheinend überlebt, denn sonst wären hier nicht so viele Orks und andere Biester draußen. Na gut, aber die Waffe ist ein Zweihänder, damit können wir nicht wirklich umgehen. Aber hier kriegen wir ein paar Erzbrocken dafür. So. Das probieren wir gleich nochmal, nur diesmal ohne Ork. Wenn es denn geht. Na? Deinen Freund konnten wir auch so rauslocken. Dass sie sich so langsam nähern müssen. Na komm, geh weg von deinen Freunden. Schön brav. So, das müsste reichen. Wirklich viel aushalten tun sie ja nicht. Na gut, stürmen wir mal auf die beiden letzten los. Bevor hier noch eine Ork-Patrouille auftaucht. Und dich auch noch. Ja, wenn man vom Teufel spricht, der ist schon der nächste Ork. Gehen wir ein bisschen zurück. Hier hinten dürfte uns ja nicht sehen. Selbst wenn er eine Fackel hat. Und schnell wieder was essen. Er scheint den Weg aber nicht runterzukommen. Na gut, dann kommen wir mal ihm entgegen. Solange er alleine ist, dürfte es ja machbar sein. Oh, okay, er hat uns gesehen. Und er scheint wirklich alleine zu sein. Also, komm her. Nicht? Wir dürfen ihn nicht zum Schlagen kommen lassen. Dieses riesige Metallschwert tut arg weh. Aber gut, ja. Alleine schaffen wir die Orks auf jeden Fall. Aber
ein ganzes Höhlensystem voller Orks, die sich einzeln rauslocken werden lassen, das wäre unwahrscheinlich. Was machen wir auf eine ganze Gruppe treffen? Wir könnten weglaufen und versuchen, einen alleine da rauszuholen. Also wir laufen mit der ganzen Gruppe weg. Ein paar von ihnen drehen sich um zurück zum System zu gehen. Und wir greifen den Nachtzykler an. Oder wir benutzen einen Schlafzauber. Aber wir wissen nicht, ob Orks überhaupt anfällig sind für Magie. Und da ist der nächste. Was ist das denn für ein Höhlen... Ja, ein Friedhof, okay. Aber so einen riesigen Schädel? Oder ist das nur Deko? Ja, töten. Komm her. Das war ein bisschen zu knapp. Aber ja, gut, dass wir so viel Fleisch auf Vorrat haben. Jetzt brauchen wir das auf jeden Fall. Aber selbst wenn das Fleisch alles, haben wir immer noch eine ganze Menge Tränke. So, letzter Happen. Und schauen wir mal da rein. Oh, da ist der nächste. Und liegt da eine Leiche? Müssen wir gleich mal gucken. So, du kommst jetzt aber erstmal nicht mehr zum Schlagen. Ah. Die sind ganz schön flink für so einen riesigen Biester. Und vor allem mit so einer mächtigen Waffe so schnell zuzuschlagen, die müssen tierisch stark sein. Aber ja, so sehen sie auch aus. Ja, definitiv stark. Wenn auch ein wenig doof. Oh, ein Templer. Ein Richtschwert hat er dabei. Aber schauen wir mal tiefer rein. Jetzt müssen wir nur wirklich vorsichtig sein. Ist versperrt. Schauen wir uns mal hier vorne um. Ah, okay, eine Winde. Wer hatte ja versucht, die letzten Orks darin einzusperren, aber das macht keinen Sinn. Dann hätten die drei, vier Orks, die wir bisher getötet haben, den Rest hier rausgeholt. Komisch, komisch. Na gut, schauen wir rein. Auch wenn wir eigentlich jetzt die Fackel löschen sollten, aber dann sehen wir nichts.